Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 4. September 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Ich will allerdings an dieser Stelle schon vorab schicken, heute wird es ganz dünn, denn Labor Day in den USA, das bedeutet also keine US-Equities werden gehandelt, keine US-Aktien und auch sonst. Das ist dann ausgehend hiervon nicht nur im S&P oder auch beispielsweise im Nasdaq mit wenig Vola zu rechnen, sondern natürlich auch ausstrahlend auf den DAX. Morgen wird es dann, auch wenn heute schon Handel möglich ist, also jedenfalls in US-Equities verkürzt, Querstrich-Indizes verkürzt, US-Aktien gar nicht handelbar, DAX von den Handelsbeschränkungen in Anführungsstrichen gar nicht betroffen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr, sehr lethargisch. Aber ich denke dennoch, es lohnt mal ein Blick über den Tellerrand vielleicht hinaus, ein größerer Blick auf das, was wir jetzt jüngst zu sehen bekommen haben, denn das könnte durchaus einiges Spannendes vorbehalten, in Anführungsstrichen, für die kommenden Tage. Querstrich eigentlich für die kommenden Wochen und Monate vielleicht sogar. Aber bevor ich jetzt zu weit vorweggreife, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann gibt es Details. Also, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Laden Sie sich dann auf xcb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis auf xdb.com/de. Darüber hinaus gehen gerne auch die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport von XTB zu kontaktieren, Fragen zu stellen. Sei es rund um die Handelsstation, die X-Station, sei es rund um die Produktpalette, sei es um den Broker oder dergleichen. Also, die Kontaktdetails folgen gleich. Zunächst allerdings in eigener Sache der Hinweis, alles, was ich jetzt hier in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, sondern es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, die ich dann gerne auch beantworte, auch im nächsten Event gerne beantworte. Aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von XTB, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie es beliebt in Anführungsstrichen. Und einmal hier XTB als Broker vorgestellt, besser CFD Broker des Jahres 2023, die Gründe, die dazu geführt haben, einmal hier in der Mitte aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die X-Station, und auf die wollen wir auch jetzt just in diesem Moment einen Blick werfen, und das hält sich relativ in Grenzen, was ich jetzt alles hier eingezeichnet habe. Also ganz kurz vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, wir gucken mal kurz hier auf den Kalender. Einmal für diese Woche, heute nichts groß zu erwarten, hier heute Feiertag in den USA, sogenannter Labor Day, entsprechende Anpassung der Handelszeiten gerne auf der Webseite von XTB in Erfahrung bringen, wenn das eure Assets, eure getradeten Assets eben betrifft, eventuell Anpassungen erfordert im Hinblick auf Algorithmen, die ihr laufen lasst oder dergleichen. Im Hinblick auf die kommenden Tage werden wir auch feststellen, es ist dünn. Das ist etwas, was vielleicht jetzt ganz wichtig ist im Hinblick auf mögliche Impulsgeber, wenn sie zu erwarten sind. Einzig vielleicht noch der ISM Non-Manufacturing am Mittwoch könnte hier wirklich volatiler werden. Wir haben einige Reden, klar, das wollten wir im Hinterkopf behalten, von einigen Fed-Offiziellen, das sind hier auch aufgeführt, also Mr. Logan zum Beispiel oder, die sich entsprechend hier äußern. Aber nichtsdestotrotz, beim Durchscrollen wird relativ zügig offenbar so wirklich knackig wird es nicht. Nächste Woche wird es dann ein bisschen spektakulärer schon, ganz besonders im Hinblick auf das, was am Mittwoch ansteht, nämlich mit den US-Inflationszahlen. Und die wiederum könnten eine Indikation liefern, ja dann für die Fed am 20. wiederum. Das ist dann in Mittwoch, jetzt übermorgen 2 Wochen, die dann ihren Leitzinsentscheidung entsprechend eben kundtut. Aber summa summarum sieht es eher dünn aus, so möchte ich es mal vielleicht formulieren. Und jetzt wollen wir dennoch mal kurz einen Blick auf das große Bild im S&P werfen. Was ich echt stark finde, ehrlich gesprochen. Wir erinnern uns vielleicht daran, wir hatten jetzt schon, es ist 2-3 Wochen her, den Break unter den EMA 50 hier an dieser Stelle thematisiert, also die 50-Tage-Linie. In meinem Fall exponentiell geglättet, ob man jetzt den Simple Moving Average oder den EMA nimmt, wie gesagt, das unterscheidet sich nur in der Gewichtung der letzten Kerzen hier an dieser Stelle, aber nur marginal. Deswegen ist das nicht überzubewerten, das ist nicht irgendwie eine Signalgebung oder sonst dergleichen, nur eine Indikation oder eine Idee, wo wir stehen. Und das war das erste Mal jetzt hier im August, Mitte August, dass wir unter diesen 50-Tage-Linie gerutscht sind, seit der kleinen Bankenkrise in den USA im März.
Und das war kein gutes Signal eigentlich. Also es war jetzt auch kein zutiefst bärisches Signal vor dem Hintergrund dessen, wie wir gelaufen sind bis jetzt im Jahr 2023. Aber nochmal, das war eben auch kein wirklich positives Signal. Wir sehen dann kurz einen heftigeren Bounce am Mittwoch in die Jackson Hole-Rede von Jay Powell vor anderthalb oder beziehungsweise jetzt letzten Freitag vor einer Woche. Und werden dann ja sehr, sehr aggressiv hier abverkauft mit dieser stark bärischen Candle. Und als wir tiefere Tiefs auf die Rede von Powell machen, kommt schon so der Gedanke auf, das könnte Knacks gewesen sein und jetzt könnte das eine tiefere Korrektur vielleicht werden. Und dann haben wir uns aber zügig gefangen, schon am Freitag selbst und haben eine Gegenbewegung gesehen, die dann dazu führte, dass wir hier über diese Hochs, dieser Abverkaufskerze gekauft worden sind, haben schließen können und jetzt konsolidieren. Also das ist das, was wir hier haben erwarten können, was ich auch zum Thema gemacht habe. Und die Sache ist jetzt jene. Diese Konsolidierung auf hohem Niveau könnte eine bullische Konsolidierung werden, die sich nach oben hin auflöst, sollte seitens der Fed entsprechend kommuniziert werden, dass wir geldpolitisch fertig sind mit weiteren Zinsanhebungen, die erwartet werden sollten. Im Fed Watch Tool kann man ja erkennen, erste Zinssenkungen werden weiterhin ab Mitte 2024 gespielt. Nichtsdestotrotz, es hält sich weiterhin so eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir bis Dezember einen weiteren 25 Basispunkte Zinsschritt zu sehen bekommen. So, nun mal die Sache, die, okay, in Ordnung. Also, das kann jeder sehen, aber gibt es noch etwas darüber hinausgehend, was vielleicht Erwähnung finden sollte? Nun, ich hatte zum Beispiel jetzt gesagt, im Hinblick auf die Performance im August, schauen wir mal, ob so eine bullische Konsolidierung hier wirklich stattfindet, weil wir sind ja saisonal in einem Börsenmonat jetzt mit dem September, der ist eher nicht bekannt, sonderlich bullisch zu sein. Und ich bin offensichtlich nicht der Einzige gewesen. Und am Wochenende bin ich über eine Statistik gestolpert, die etwas unglaublich spektakulär ist es nicht, aber es ist zumindest etwas unglaublich Interessantes, was zutage gefördert wurde. Und zwar ist das von Ryan Detrick. Das ist ein toller Analyst, der hier für Carson Investment Research arbeitet und bei Twitter eine unglaubliche Followerschaft auch tatsächlich hat. Und ich empfehle auch auf jeden Fall dem Ryan zu folgen, weil der sehr häufig solche tollen Ausarbeitungen statistischer Natur eben hier zur Verfügung stellt. Und was man hier sehen kann, ist, er hat Folgendes gemacht. Er hat sich einfach mal die Frage gestellt, wie oft ist es jetzt eigentlich bis ins Jahr 1950 zurückgehend vorgekommen, dass wir bis dato, also Status quo jetzt, Anfang September, einen Year-to-Date-Return zu sehen bekommen haben von größer 10%. Also das heißt, wir stehen Anfang September 10% oder mehr im Grün für das Jahr, haben dann einen roten August gesehen, unabhängig davon, wie rot er war, aber dass wir Abschläge zu sehen bekommen haben, auch wenn es nur marginal war, wie im Jahr 95 zum Beispiel hier mit minus 0,03% zum Beispiel. Was ist dann passiert erstmal im September? Dann hat er festgestellt, also erstmal, es ist 10-mal vorgekommen und in 8 von 10 Fällen, dann im September, wie gesagt, zurückgehend bis ins Jahr 1950, haben wir hier eine positive Performance gesehen. Nur 2 Jahre, 85 und 75, waren wir dann negativ für den Monat September. Und ganz besonders, in dem gesamten Zeitfenster, September bis Dezember, haben wir 10 von 10 Fällen immer höher notiert. Zum Schlusskurs am Ende des Monats August. Also das bedeutet, wir haben kontinuierlich im Schnitt fast 10% dann nochmal in dieser Periode September bis Ende Dezember obendrauf gelegt, wenn diese Konstellation sich so dargestellt hat. Also 10% plus Year to Date, mindestens Anfang September, negativer August und anschließend in 8 von 10 Fällen war es so, dass der September nicht negativ war, was saisonal eher zu erwarten wäre, sondern positiv. Und dass wir von September bis Dezember dann sogar am Ende des Jahres im Schnitt 10% fester notiert hatten. Es war keine Garantie, dass es wieder so kommt. Aber es unterstreicht noch einmal diese Beobachtung, die wir hier machen, denn das ist summa summarum eigentlich eine starke Performance. Wir sehen ein Curl-Up jetzt hier, auch der 50-Tage-Linie, die wieder anfängt anzusteigen. Und wir konsolidieren relativ eng. Also es ist jetzt durchaus denkbar, dass wir die nächsten Tage eine bullische Konsolidierung hier zu sehen bekommen, dass diese bullische Konsolidierung dann aber aufgelöst wird mit einem, dass diese Konsolidierung bullisch aufgelöst wird mit einem Break höher, der uns zügig in Richtung der Jahreshochs und eventuell sogar darüber hinausgehend in Richtung der Allzeithochs dann in den Jahresschluss hineinführt. Sollte die Fed entsprechend der Kommunikation, die sie anschlägt,
geldpolitisch eher sich Aktienmarkt günstig präsentieren. Also das vielleicht mal ein bisschen Food for Thought, so zum Wochenstart, der wie gesagt sehr, sehr dünn ausfallen wird durch den Labor Day, aber längerfristig durchaus mal einen näheren Blick wert. Das heißt meinerseits gewesen. Happy Trading. Passt auf die Subs auf. Morgen hören wir uns dann zum in Anführungsstrichen inoffiziellen Wochenstart, wenn es dann an der Wall Street auch losgeht. Ich freue mich. Bis dann. Und tschüss.